kein Verbündeter, kein Sklave und auch kein Tauschgeschäft. Die Macht ist ein Paradoxon. Sie beflügelt und legt in Ketten. Sie zerstört und vereint. Sie hält die Galaxis zusammen und reißt Menschen auseinander. Sie hat einen Willen. Aber sie muss geführt werden. Ihre Kinder getötet. Dafür wird sie euch verschlingen. Wie wollt ihr diesem zügellosen Zorn entkommen? Ich muss nicht entkommen. Ich muss nur kämpfen. Und seine Heimat beansprucht. Zumindest vorerst. Manche glauben, dass ihr ausgewählt seid, diesen Weg zu gehen. Andere denken, dass eure Entscheidungen über ihr Schicksal bestimmen. Eure Allianz wird zusammenbrechen, wenn ihr euch nicht selbst kennt. Und das Ideal, den ihr kennt. Versteht ihr das? Welches Schicksal mich oder die Allianz auch erwartet, ich bin bereit dafür. So ist der unsere. Spürt ihr das mal? Die Macht sieht uns fort. Das Exil auf Odessen ist zu Ende. Dank euch hat
folgen. Ihr werdet nirgendwo hingehen. Ich kümmere mich gleich hier um euch, bevor ihr zu einer Gefahr werdet. Ich verstehe. Meine Zeit ist noch nicht gekommen. Nicht heute. Ich werde euch finden. Irgendwann. Das Aufklärungsthema hat grünes Licht gegeben. Wir betreten Untergeschoss 4. Glasklar. Versucht dieses. Aber das ist ich habe die Schwache. Ihr wollt uns eure Mist. Ich kann mich nicht daran erinnern, euch das Kommando. Wo? Weil Kurion hat mich in die Wildnis gezerrt und fast getötet. Dann hat er meinen Kopf verlassen und ist irgendwohin verschwunden. Ich weiß nicht, wo er jetzt ist. Ich habe Satir Shah und den Geist von Darth Maar gefunden. Sie haben mir geholfen, ein neues Lichtschwert zu bauen, um Arkan zu besiegen. Sie sind jetzt ein Team. Die beiden folgen dem Willen der Macht. Das ist eine jämmerlich miese Lüge. Also muss es wohl wahr sein. Moment, wir haben Ärger. Hinter uns nähern sich ein Dutzend Ritter. Jemand hat eure Spuren auf Ebene 19 gefunden. Wenn das wahr wäre, wäre das doppelt so viel. Major, meldet euch. Wir können die nicht. Sie ist keine Unterstützung. Sie ist Kollateralschaden. Ich würde ja eher.
Verstanden und genehmigt. Das tue ich doch nicht. Immer noch keine Nachricht von Major Jorgen oder Kalino? Im Umkreis von einem Kilometer um den Turm herum wurde alles abgeriegelt. Wenn sie tot sind, dann ist das so. Wir kommen. Hey Commander, habt ihr einen Moment? Was habt ihr auf dem Herzen? Wir geben unser Bestes, um die Versorgungslinien aufrechtzuerhalten. Wir können dieses... Ihr wollt sagen, dass wir ein regelmäßiges Einkommen brauchen? Oder eine wirklich große schwarze Kasse. Aber ich bin nicht nur hergekommen, um mich zu beschweren. Ich kenne da einen Kerl, der immer dann auftaucht, wenn jemand etwas braucht. Er hat uns ein Angebot gemacht, das wir nicht wirklich ausschlagen können. So gerne ich das auch würde. Ihr solltet euch mit ihm treffen. Treffe die Vorbereitungen. Ich werde mir sein Angebot zumindest mal anhören. Tja, er ist bereits hier. Und es wäre ratsam, ihn nicht lange ohne Aufsicht zu lassen. Na los! Also, das war eine interessante Ablenkung, aber ich glaube, es ist Zeit, die Sache zu Ende zu bringen. Ich gehe mit. Ich erkenne einen selbstzufriedenen Sith, wenn ich einen sehe. Ich passe. So früh? Muss ja eine tolle Hand sein. Dann zeig mal. Aber wie? Ihr habt jede gute Hand abgeworfen und in der ganzen Runde keine Karte gesperrt. Die Chancen sind astronomisch. Ihr habt betrogen. Selbst wenn es so wäre, wollt ihr als ehemalige Geheimdienstchefin wirklich zugeben, dass euch ein zwielichtiger Fremdling reinlegen konnte? Du hast ja keine Zeit verschwendet am Kartentisch. Das ist meine bevorzugte Hinrichtungsart. Commander, sie hat nie viel. Hallo, das ist ich. Ich weiß, ich brauche. Ich heiße es nicht gut, finanziellen Profit auszuhalten. Betrachtet es als eine Schocke. Wenn ihr versucht, mich reinzulegen, werdet ihr das bereuen. Für einen letzten kurzen Moment. Also, die Standardvereinbarung. Wenn ihr bereit seid. Hey, wie sieht die Vision, die Sie vor so vielen Stunden
davon hat niemand was gesagt, als ich mich gemeldet habe. Verflucht, ich wusste, ich hätte besser den Job auf Ilum annehmen sollen. Minos Mesta würde nie so mit ihren Leuten umgehen. Das wird noch eine Weile dauern. Also, ist das Problem besonders. Auf die Minute, meine Herren. Es freut mich, dass ihr den weiten Weg auf euch genommen habt. Natürlich. Das ist ein was das? So ist Startsignal. Ich hätte sie einfach
Sabotage. Ja. Oh, gut. Hast du denn? Ja, allerdings. Rechtung soll manchmal helfen. Mascapugno.
Das wird noch eine Weile dauern. Wenn ihr euch immer noch fragt, warum ihr hier seid, wir brauchen euch nicht für irgendeine Titan. Da unten in den Wohnen. Ja, ich bitte dir, wir werden gleich. Danke. Ich habe einen guten Aussichtspunkt in der Nähe der Himmelsplattform ausfindig gemacht. In besserer Position. Ach, mit Gott. Ich stehe verstanden.
geht's besser. Die Zunge ist frei. Ich kann zwar noch sehen, dass keine Verstärkung eintreffen wird, aber sie werden unterwegs auf verbliebenes feindliches Personal treffen. Sollte ich den Mechanismus der Kammer erreichen können, ich mache weiter den Weg für Gold frei. Wir sehen uns bald. Ich hoffe, seid ihr meine Frau und ich. Das wird noch eine Weile reden. Ich bin hier. Gebt mir nur noch eine Sekunde. Zeit drauf. Hey, wollt ihr euch durch einen halben Meter Kortosis und Stahl schneiden, während ihr in einem winzigen Raum kopfüber von der Decke baumelt? Also, Trottel, versucht es. Der Moment der Wahrheit. Stinkreich. Aber das hier ist etwas anderes. 0 und 1 auf ein Konto kommen hiergegen nicht an. Irgendwie hat greifbarer Reichtum etwas Magisches. Hört auf, den Anblick anzuschmachten und helft mir mit dieser Ladung. Klar, ich sage es Gorgel. Es wird gleich um einiges weniger beeindruckend aussehen, aber ich will es trotzdem gerne ausgeben. Wollt ihr die Ehre übernehmen? Auf eine lukrative Partnerschaft. Der Tank füllt sich. Soweit, so gut. Es wird etwa 10 Minuten und 17 Sekunden dauern, um einen Raum dieser Größe leer zu saugen. Genug Zeit, um zu verschwinden.
Hauen wir ab. Ich bin sicher, dass wir hier... Ich glaube, seht ihr? Es war total... Stör die Systeme einfach... Wegduckung soll manchmal helfen. Wir sind bei maximaler Kapazität. Scorpio und Senja sind bereits an Bord. Wie ist die Lage? Wir halten sie hier auf Trab, aber ich... Scorpio, hast du immer... Großartig. Juhu. Ich habe es satt, vor Wählen davon zu laufen. Also, ich kann auch ein paar Runden rennen. Aber selbst wenn ihr gewinnt und die Himmelsplattform dabei nicht in Schutt und Asche legt, sind wir immer noch von Tausenden ihrer Lalaken umgeben. Wir brauchen einen anderen Weg. Es gibt das da dran. Mehr oder weniger. So schlimm ist es nicht. Seht einfach nicht nach unten. Oder denkt über eure Sterblichkeit nach. Leb wohl, Spucker. Ich werde dich nie vergessen. Soll manchmal helfen. Hey, das war doch alles großartig. Wir machen nur einen kleinen Moment. Psst, das ist Geräusch. Es ist nur ein wenig windig. Welcher Plan das ist?
Solltet ihr eure Höhle ansteilen, habt ihr gleich reichlich Gelegenheit, sie loszuwerden. Also, erinnert ihr euch an Plan C? Eigentlich seid ihr nicht bei Plan C angekommen, Gold. Das passiert laut Plan C. Springen! Schon wieder. Sie hatte die Dreistigkeit, mein Gesicht zu tragen. Und ihre Bestrafung? Sie konnte fliehen, aber sie weiß, dass ihr das nicht nochmal gelingen wird. Sind leere Drohungen alles, was du für mich hast? Ich habe sie bei ihrem kleinen Überfall auf die Schatzkammer gestört. Viel können sie in der Zeit dort nicht geschafft haben. Ich bin nicht diejenige, die ein Problem damit hat, dann aufzutauchen, wenn sie soll. Du meine Güte, wie lange willst du mir das noch vorwerfen? Für den Rest deines Lebens natürlich. Danke, dass ihr meiner schlechteren Hälfte die gröbsten Ärger erspart habt. Das gehört für euch nicht zum gröbsten Ärger? Wir haben schon in schlimmeren Situationen gesteckt. Lasst euch nicht täuschen. Ich bin der Vor so oder so. Es gibt doch nichts Schatz zum Beispiel. Ich will also, du kannst sein. Frage. Und ich bin also, dies ist unser Weg. Oder ich bin Ich glaube, dieses Kommando.
ihr was seht, was euch gefällt, gebt mir ein Zeichen. Ich beginne mit ihren Fingerkuppen und arbeite mich langsam hoch. Ich bleibe die stärkste Mann. Guten Tag, mein Sith-Lord. Wo sind die anderen? Ich würde lieber... Ich erwarte das Netz. Warum nicht? Nein. Du sagtest, dass Saku dir etwas genommen hat. Na, den mal gehen. Du hast schon mal Versprechen. Haltet die Klappe für einen Tusch. Nun, wir sind hier und ihr müsst wohl mit uns vornehmen. Ein Dutzend es war als... Eure Clan sind ein Haufen Wilde. Wort, also angegangen. Ihr wollt toll. Nun, zwingend. Lass. Das Leben geht weiter. Ich bin zu gut, um hier zu sein.
Statusbericht. Verdacht. Ich warte in Sektor 4. Katini! Truppen von Torkla sind beim äußeren Schildperimeter.
weit. Keine mehr, wenn wir mit ihnen fertig sind. Die Generatoren! Die Donation entzieht sich unten! Die Schätze der Großschalte! Vielleicht können sie die Formel wieder dazu herabsegeln, die Heizung los!
törichten Mandalorianer haben ihre eigenen Leute bombardiert. Köstlich. Sie werfen sich uns immer wieder entgegen. Erbarmungslos. Du bewunderst sie. Sie amüsieren mich. Lächelst du etwa? Ich bin mir da nie sicher. Wir können diese Beleidigung des ewigen Imperiums natürlich nicht unbeantwortet lassen. Die Flotte soll sie alle zu Glas einschmelzen. Dann machen wir aus ihren Überresten ein Fenster. Das wird ganz wunderbar. Davanis kann sich selbst verteidigen. Wir sehen einfach dabei zu, wie die Mandalorianer sterben. Du bist der Imperator. Schäden am inneren Ring der Fabrikverteidigung. Und ach, keine. Ja, tut aber wir schaffen es. Katini! Skeleton.